Dienstag, der 2.3.2021. Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Technical Trading, das ich in Kooperation mit Arriva präsentiere. Mein Name ist René Wolfram von realmoneytrader.com und auch heute eine aktuelle Trading-Chance. Wir gehen wieder in den Systembereich und genauer genommen auf den DAX, nachdem wir uns hier die rechtlichen Hinweise, die natürlich wie immer gelten, angeschaut haben. Und es ist wieder Dienstag. Das bedeutet, die Strategie auf den Aktienmarkt ist wieder dran. Wir sind im Aufwärtstrend. Das bedeutet nicht zwingend, dass eine Long-Strategie immer besser funktioniert. Bei dieser Dienstagsstrategie ist es sogar so, dass die bei Rücksetzern oder dass die bei Schwächephasen einen noch stärkeren Effekt hat, was höchstwahrscheinlich auch mit anderen Events zu tun hat oder mit Events zu tun hat, die zu spezifischen Zeiten sind, wo dieser Dienstagseffekt eben reinfällt beziehungsweise dadurch bedingt ist. Werden wir in dieser Woche auch noch drüber sprechen, weil wir eben in dieser Woche auch ein solches Event haben. Deshalb ist es immer so, es macht Sinn, so einen Effekt natürlich sehr, sehr lange, sehr konsequent anzuwenden und auszuspielen, weil das natürlich nicht in jedem einzelnen Fall funktionieren wird. Aber insgesamt sieht man ein stetiger Effekt. Und es macht natürlich Sinn, die Gewichtung zu akzentuieren. Wenn ich also weiß, im Abwärtstrend ist der Effekt noch stärker, dann kann es natürlich sinnvoll sein, größere Stückzahlen zu handeln, wenn wir im Abwärtstrend sind, sprich also wenn wir unterhalb der 40-Tage-Linie zum Beispiel sind, die volle Positionsgröße zu handeln. Und wenn wir oberhalb der 40-Tage-Linie sind, den gleichen Trade zu machen, weil er eben einen statistischen Vorteil hat, aber ihn nur halb zu gewichten. Das ist da möglicherweise ein sinnvoller Weg, denn Gewichtungsakzentuierungen sind eigentlich das einzige Steuerungselement, was wir haben. Denn alles andere können wir nicht beeinflussen. Und insofern ist die Einsatzhöhe natürlich das, worüber es läuft. Aber wie gesagt, dieser Dienstagseffekt, wir haben den ja auch schon einige Male besprochen. Jeder kann den sehen, wenn er sich auch einen unterwöchig saisonalen Chart anschaut, im S&P, im DAX, sieht man, dass Dienstag und Mittwoch beständig starke Tage sind. Und genau das wollen wir natürlich versuchen, systematisch auszuspielen. Das sind die Tage, an denen man im Aktienmarkt am ehesten auf der Long-Seite sein sollte. Die anderen Tage sind eher instabil. Heißt also, wenn ich über Jahre hinweg immer wieder den Dienstag Long mitnehme und den Mittwoch Long mitnehme, habe ich sehr gute Chancen, dass ich damit am Ende ordentlich Geld verdient habe, weil das sind die Tage, von denen die Performance kommt und zwar zu einem ganz, ganz großen Prozentteil. Deshalb also auch hier wieder der klassische Trade. Diesmal mit einem Open-End Turbo Call Optionsschein von der UBS. Hebel ist ungefähr bei 10. Die WKN lautet UE 35 A9. Einstieg wie üblich um 8 Uhr jetzt gleich. Und der Stop liegt bei 7,50 €. Zeitbasierter Ausstieg am Donnerstag früh, also Donnerstag um 8 Uhr, wird hier die Position glattgestellt. Und das ist auch schon alles, was man hier machen muss. US-Futures sind zum jetzigen Zeitpunkt, zu dem ich jetzt hier an den Rechner gekommen bin, gegenüber dem gestrigen Hoch auch schon wieder deutlich zurückgekommen. Da sehen wir also einen Rücksetzer, so 0,7, 0,8%, je nachdem, welchen Index man betrachtet. Ja, dann gucken wir mal, was in dieser Woche dabei rausspringt. Ich wünsche allen einen spannenden und erfolgreichen Trading-Tag und verabschiede mich bis zum nächsten Technical Trading. Macht's gut, ciao.